Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme von Let's Play Fable 3. In der letzten Aufnahme, beziehungsweise in der letzten Folge, was eigentlich insofern das gleiche sein sollte, haben wir uns, wie ihr wisst, ja hier mit der Quest Das Spiel beschäftigt. Eine Quest, in der uns drei Rollenspieler in ihr eigenes Rollenspiel befördert haben, mit der Kugel von Magica oder irgendwie sowas. Und dort müssen wir dann ja die olle Prinzessin retten, wie man es eben aus Rollenspielen kennt. Oder generell aus anderen Spielen auch, wie zum Beispiel Mario. Ja, und ich würde sagen, wir nutzen unsere Zeit, denn... Na, Moment, ich habe gerade mal die Aufnahme schon mal probiert und da habe ich mich irgendwie aus dem Spiel rausgetappt und dann hat sie die Aufnahme unterbrochen und das Spiel hat irgendwie nicht mehr reagiert, deswegen habe ich einfach nur mal kurz von neuem angefangen und da sind wir hier hingelaufen und dort ist ein Grabungsort und dort finden wir nämlich ein Hundebuch, das wir unserem Hund auch gleich beibringen können. Es sei denn, das wird immer random generiert. Okay, das ist blöd. Hier hatten wir nämlich ein Erkundungshundebuch gefunden. Und ja, super, jetzt ist es weg. Und da haben wir auch diesen Schlüssel gesehen und das hat mich auf die Idee gebracht, dass wir nämlich, uns jetzt wieder hier frei bewegen können und auch unsere Waffen durchwechseln und benutzen überhaupt, weil es ja das Problem war, als wir zuerst nach Bowerstone gekommen sind. Und deswegen werden wir einmal eine kleine Schlüssel- und Zwergentour durch Bowerstone machen. Welch ein Spaß! Und wenn wir schon mal dabei sind, durch alle anderen Gebiete, die wir bereisen können, also wahrscheinlich alles hier auf Albion. Aber das werden wir dann später sehen. Wir fangen auf jeden Fall mit irgendeinem Gebiet an. Bowerstone Mark, da sind wir ja gerade. Da gibt es nämlich 3 Silberschlüssel und 3 Zwerge. Und wir suchen uns jetzt einmal... Die Schenke der Hahn in der Krone. Beim Haupteingang von dieser Schenke... Ja gut, wir müssen eine Schenke finden. Dort müsste es zu einem anderen Gebiet gehen. Bowerstone Industriegebiet oder so. Das heißt, wir suchen jetzt erstmal das Wirtshaus. Das sollte ja nicht zu verfehlen sein eigentlich. Dort oben geht's zum Schloss. Da müssen wir nicht hin, es sei denn, hier ist die Schenke, was allerdings nicht unbedingt danach aussieht. Hier ist die Schenke zum Schloss Bowerstone, genau. Die Schenke heißt, der Hahn in der Krone. Ja, guck mal, da haben wir es ja. Erkennt man gut an diesem Schild. Und da hört man auch schon unser Ziel. Und das dürfte sich eigentlich ganz in der Nähe befinden. Beim Haupteingang von dieser Schenke seht nach links, dort steht das Haus die Hundehütte. Kauft euch das Haus und geht beim Hinterausgang hinaus. Wenn ihr wieder hineingeht, seht ihr einen Zwerg und muss das Haus kaufen, die Hundehütte. Ich weiß gar nicht, ob mir euer Aussehen oder euer Charakter besser gefällt. Sind beide furchtbar. Die Hundehütte, gut. Müssen wir jetzt nicht unbedingt kaufen? Wir können noch einfach reingehen, weil es gerade offen ist. Das ist natürlich einen ruhigeren Ort, einen Friedhof hervorragend. Obwohl wir uns natürlich das Haus früher oder später sowieso kaufen würden. So ist ja nicht. Ey, ich habe noch immer diese verdammte Erkältung so ganz leicht. Schrecklich. Das war natürlich auch eine lustige Sache. Wir müssen uns schon wieder ein Haus kaufen. Kauf das Haus Hauteville-Höhe. Mit Hilfe der großen Karte im Unterschlupf suchen und geht bei der Hintertüre hinaus. Dort ist ein Silberschlüssel. Ja, super. Wo ist sie? Das war natürlich auch super, als ich... wie ihr wisst, war ich ja vor... In ein paar Tagen. Wann war denn das? Weiß ich nicht. Schon ein bisschen her. Vor 2 Wochen oder so. War ich ja in Indien für 2 Wochen auf dem Schüleraustausch. Ach, das ist ja gleich hier nebenan. Hätten sie auch schreiben können. Und da ist ja immer, wenn man da so hingeht, das Problem, sage ich jetzt mal, dass man sich, wenn man irgendwie mal was nicht unbedingt sauberes ist, sofort mit irgendwas ansteckt und diverse Krankheiten bekommt.
Und das war bei mir zum Glück nicht der Fall. Hoffentlich machen die auf, sonst müssen wir das uns wirklich kaufen. Ich weiß gar nicht, wie viel es kostet. Also das war bei mir zum Glück nicht der Fall, bei ein paar anderen allerdings schon. Aber darauf will ich eigentlich gar nicht hinaus. Sondern ich will sagen, dass ich in Indien komplett gesund war, als wir einmal mit dem Zug nach Jaipur gefahren sind. Für 2 Tage. Da gab es dann so Zugessen. Und das war nicht allzu bekömmlich. Hatte ich vielleicht 1-2 Tage leichte Bauchschmerzen, aber kein Grund, weswegen man irgendwie rumpussen würde. Meiner Meinung nach jedenfalls. Ja, halt die Klappe. Und lass meinen Hund in Ruhe. Erst einmal den Silberschlüssel abhaken. In der Nähe der Schenke der Hahn in der Krone ist eine Brücke. Geht über diese Brücke und geht die Treppen hinunter. Folgt unten den Weg bis Mendel zur Plattenscholle. Ein Essenstand. Und geht weiter bis zu den Kisten. Hinter diesen Kisten ist ein Silberschlüssel und eine Truhe. Ja. Was ich sagen wollte, da gab es dann eben dieses Essen und das war eigentlich die einzige Sache, die quasi leicht angeschlagen hat. Und ansonsten die ganze Zeit in Indien war ich im Kern gesund und dann kaum komme ich nach Deutschland in dieses scheiß Wetter, was ich allerdings wirklich vermisst hatte, schon leicht. Zum Beispiel als wir nach Accra gefahren sind, da wo das Taj Mahal ist. Ich höre, ihr könnt gut mit euren Waffen umgehen. Ich kenne jemanden, an dem ihr es beweisen könnt. Ein Kerl namens Alan. Er hat mich beraubt. Insgesamt knapp 1000 Goldstücke. Wir haben um Geld gespielt. Im Prinzip hat er gewonnen und eigentlich war es fair. Außerdem lässt man niemanden einfach ermorden, weil er einen geärgert hat. Aber mein Entschluss steht jetzt fest. Ja, machen wir später. Und da sind wir dann auch mal mit dem Zug nach Accra gefahren. Oh, also da ist es da, wo das Taj Mahal ist und so. Und dort gab es dann natürlich auch Zugessen, was wir dann aber alle zurückgewiesen haben, weil es sonst wahrscheinlich echt zu viel geworden wäre. Außerdem, ich meine, Zugessen, das muss jetzt auch nicht unbedingt sein. Rosige Schminke, ja, ich bin erfreut. Also wie gesagt, komme ich nach Deutschland zurück in dieses tolle Wetter, was ich in Accra, weil es da wirklich über 40 Grad im Schatten waren. Richtig arg. Wenn ihr mehr ausgebt, kann ich bessere Waren besorgen. Ja. Da habe ich das deutsche Wetter auf jeden Fall schon mal angefangen zu vermissen. Und wie gesagt, kaum komme ich nach Deutschland zurück, bam, eine fiese Erkältung. Was jetzt nicht unbedingt dazu geführt hat, dass ich irgendwie wirklich krank war. Ihr seid neu hier, oder? Und nicht in die Schule gehen konnte oder sowas. Aber es war auf jeden Fall nicht ganz erfreulich. Und es hat den Anschein, dass sie doch noch nicht ganz vorbei ist. Obwohl ich, soweit ich weiß, eigentlich nicht unbedingt an Heuschnupfen oder so etwas leide. Naja gut, das soll jetzt aber nicht unbedingt in unser Let's Play gehören. Denn nun müssen wir den Stand Vitaminbombe suchen. Hinter diesem Stand ist ein Haus mit einer Treppe. Geht einfach zu dieser Treppe und ihr könnt den Zwerg schon sehen. Ja, ich bin erfreut. Dann gucken wir mal hier. Wo denn der Stand ist. Wie heißt der? Vitaminbombe. Aha. Wahrscheinlich hier. Nee. Möbelrabatt. Stand ist noch sowas Kleines, oder? Gibt's den überhaupt schon? Versöhnungsgeschenke? Die hätten ja auch eine Bewegbeschreibung dahin packen sollen, wie bei den ganzen anderen Sachen auch. Moment. Ja, okay, da drüben sind keine Stände. Hier.
Aha. Das heißt, wir müssen einfach da rüberlaufen. Das sollte ja machbar sein. Jetzt sind wir von da hoch. Da hinten war der Stand. Meine Frage zum Abenteuerleben. Dann müssen wir hier lang, glaube ich. Ihr, wenn ihr fertig besseres seid. Essen kriegt ihr nirgends. Doch im Zug nach Jaipur. Ja gut, kann sich auch ein bisschen beeilen. Jetzt ist natürlich die Frage, welches Haus ist damit gemeint? Und können wir das irgendwie herausfinden? Bist du die Vitaminbombe? Sieht so aus. Genau. Ja, können wir auch gleich kaufen, wenn wir schon mal da sind. Warum hasst ihr jeden so? Mach ich doch gar nicht. Manchmal brauche ich nur jemanden zum Reden. Andere Male dann wieder. Ich hasse nur dich. Lieber Standverkäufer. So, den Zwerg. Jetzt fliegen mir der Deckel fast noch runter. Auch abhaken. Also der Deckel vom Stift natürlich. Oh, Geld. So, Stift wieder zumachen mit dem schönen Deckel. Such das Geschäft. Bei uns gibt's Möbel. Die besten Waren in Bowerstone. Bei uns gibt's Holz, ein Möbelgeschäft. Rechts von diesem Geschäft ist ein Holzweg. Folgt diesem und ihr kommt zu einer Art Mauer. Folgt der Mauer in den zweiten Turm, dort befindet sich ein Zwerg. Folgt dem Weg weiter und ihr seht eine Truhe. Gut, das wird wahrscheinlich dieses eine Holzgeschäft... Nein. Das ist eine Möbelgeschäft sein, wo es gerade Rabatt ist, oder? Genau, da sind wir ja auch schon in der Nähe fast. Kann man den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Dauert ja nicht allzu lange. Habe ich mich fast erschreckt. Eben diese Kinder. Schrecklich. Ich wünschte, die könnte man kicken wie die Hühner. Ist das dieses Möbelhaus? Sieht so aus. Ach, wenn wir schon mal gerade Rabatt haben und wir hier sind... Können wir unsere Miete vielleicht irgendwann nochmal in die Höhe treiben? Ein normales Doppelbett. Darauf gibt es einen Nachlass. Wollte ich ja beehrt uns bald wieder. Eigentlich auch schon mal machen. Dekoratives Doppelbett. Ich hab Glück, feilschen wir mal. Reden wir über den Preis. Senk den Preis oder du kriegst meine Faust zu spüren. Du elendes Weibsbild. Glückwunsch. Das Bad in der Menge hat sich gelohnt. Denkt dran, die Interaktion mit den Bürgern Albions ist immer ein guter Weg, um Anhänger zu gewinnen. Natürlich. Ändere den Preis, ihr habt gewonnen. Ja, also. Das Ding ist im Angebot. Kaufen wir. Danke für euren Einkauf. Gleich kriegst du noch eins in die... in den Nacken. Wir wollten es ja eh schon mal so machen. Darauf gibt es einen Nachlass. Ihr solltet euer... Hier die ganzen Möbel zu kaufen und die dann in unsere Häuser einzustellen, damit die Miete ein bisschen höher wird. Ich weiß natürlich nicht, ob das funktioniert, aber ist ja egal. Zur Not können wir es bei einem Engpass wieder verkaufen. Beehrt uns bald wieder. Das Ding ist im Angebot. Viel Spaß damit. Danke für euren Einkauf. Viel Spaß damit. Es stellt sich natürlich die Frage, ob das was bringt. Nein, ist, Mensch, weil immer Quatsch, habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Aber damals war ja das Problem, dass wir keine gescheiten Möbel kaufen konnten. Beziehungsweise unsere Häuser zu klein waren zum Ausschmücken. So, hier müsste diese Holztreppe sein. Dann kommen wir hier auf die Mauer. Genau, und dann müssen wir in den zweiten Turm. Aha. Ist das der zweite Turm? Anscheinend nicht. Naja, wahrscheinlich hier der erste Turm, wo nix ist, und dann hier der zweite Turm. Ah, das ist... Oh, seht nur, der Hund! Sieht lecker aus! Hier das auf der Mauer, das erinnert mich extrem an meine Minecraft-Karte. Beziehungsweise meine Minecraft-Karte irgendwo mal aussehen soll, würde ich denn spielen. So, den Zwerg haben wir. Dann nochmal wieder den Stift zumachen und weiterlaufen. Dann müssen wir zu einer Truhe kommen, laut dem schlauen Zettel. Da vorne sehe ich sie auch schon. Ja, da habe ich mir auch hier so eine schöne Mauer gezogen mit Türmen und so. Und da soll eine Stadt rein.
habe aber seit 2 Jahren oder so nicht mehr gespielt. Smaragd.